Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, nach der verwunschenen Bastion hat es uns hierher nach Portemonnaie verschlagen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns doch mal hier ein bisschen um. Portemonnaie. Und da sind schon die Gangster. Kids. Ein paar alte Ladies. Und ein Schweinchen. Hey, Girls, what's up? Was ist? Warum siehst du uns mit so neugierigen großen Augen an? Gibst du? Du hältst uns wegen unserer Schönheit für Quasselstrippen, stimmt's? Okay. Was willst du? Wir sind gerade sehr beschäftigt. Nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gleich von jedem angesprungen werden wollen. Okay, what the fuck? Ja. Na, was bist du für ein Typi? Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft. Ganze drei, um genau zu sein. Und dann auch noch dieses seltene schwarz gefleckte. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben. Aber da macht man sich dann schon so seine Sorgen um die Kleinen. Quatsch. Und was mit dir? Hoppala. Ich flehe dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst dir meine Bitte anhören. Wo drückt denn der Schuh? Meine über alles geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuern der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was die sich dabei denken. Sie so streifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Wer Hexen nochmal? Was wollen die nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keins zu holen. Fleh dich an, bitte rette meine Tochter, ich fleh dich an. Zeig es diesen verwunschenen Olumpen von der verwunschenen Bastion. Bitte so richtig. Okay. Was bist du, ein waschechter Seemann? Ohne Schiff? Was? Du bist also ein Bootsegel? Jetzt denk doch erstmal nach, Junge. Wir sind Seemänner und Segel sind für uns überlebenswichtig. Da kannst du doch nicht allen Ernstes glauben, wir würden dir hier einfach so jedem verkaufen, oder? Was das angeht, wirst du so schnell... Wirst du schon jemand anderen fragen müssen, Junge? Okay. Dann machen wir das. Hallo. Hier ist es wirklich friedlich, fast schon etwas langweilig. Die Menschen auf dieser Insel hier würden wohl im Traum nicht daran denken, mal raus aufs hohe See zu fahren. In ihren Gesichtern kann man deutlich lesen, dass sie sich weder für Boote noch für Segel interessieren. Außer uns Seemännern weiß wohl keiner das Leben auf See zu schätzen. Joa. Möglich. Ich habe dich hier aber noch nie gesehen. Bist du vielleicht ein Tourist? Wenn ja, warum begleitest du mich dann nicht auf meinem kleinen Spaziergang? Portemonnaie mag zwar nicht besonders groß sein, aber hier pulsiert wirklich das Leben. Schließlich kommen hier Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Glaub mir einfach, nur einen Spaziergang machen, um sich umzusehen, das bringt schon reichlich viel Freude. Das ist natürlich möglich. Nein, ich habe gerade schon mit dir geredet, geh weg. So. Hallo. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich war früher mal Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Du Scheiße. So, das ist der Tränkeladen. Schauen wir doch mal, sind da auch irgendwelche Leute zum Quatschen? Oh, das riecht schon sehr Kiffi-mäßig. Nein, und willkommen in meinem Schleimelixieriat. Lass mich dir versichern, dass meine Elixiere alle vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben, so sehr, so wie die wirken. Über der Schleim ist dir also kein Begriff. Sag mir dann, weißt du also auch nicht, was Schleimgelee ist? Überaus zäh und robust, dabei rein natürlich, das ist Schleimgelee. Ein wundersamen Bestandteil und auch wundersam wirksam, weltweit in aller Munde. Nun ja, zumindest lässt sich wahrlich wunderbares und wirksames Elixier daraus herstellen. Nun, wenn du eine leere Flasche bei dir hast, dann will ich dir gleich mal eine Kostprobe einfüllen, die dich restlos überzeugt und zu meinem Stammkunden macht. Sag mir, hast du eine leere Flasche dabei? Ich habe leider keine, deswegen gehe ich jetzt. Ich bin arm, hallo. Hast du mich nicht angeguckt? Ich bin ein kleiner Junge, der ein grünes Gewand trägt. So, moin! Du suchst ein Bootsegel und warum fragst du dann mich? Sehe ich etwa aus wie ein Seemann? Ich habe gerade eine depressive Phase. Frag doch den eingemummelten Typen da vorne und lass mich in Ruhe. Okay. Gehen wir erstmal da rein. Die sind alle so schwer aufzubekommen. Oh, wo sind wir denn jetzt?
Okay, hier scheint wohl nichts zu sein. Gut, dann gehen wir wieder. So. Und was ist mit euch zwei? Ja, sie läuft wirklich immer sehr aufgetakelt herum, um zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerichterweise soll es ja einen Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hä? Sag bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, andere Leute Gespräche zu belauschen. Merkt ihr das bitte? Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für Kinder wie dich. Okay. Blöde Ziege. Bin ich hier nur gelandet, Alter? Die fühlen sich alle übel krass. Hallo, und wer sind Sie? Hast du schon einmal etwas über Draconia gehört, mein Junge? Es ist eine Insel im Osten, gar nicht so weit weg von hier. Man erzählt sich, dass dort ein Volk namens Orni, das wie die Vögel durch die Lüfte fliegen kann, zusammen mit den Hütern des Himmels leben soll. Für jemand wie mich, der diese Insel noch nie verlassen hat, klingt das natürlich nach wahnwitziger Fantasierei. Hätte ich doch nur ein eigenes Boot. Frag doch einfach, irgendjemand würde ich schon mitnehmen darüber. So. Hallo Kollege, was geht? Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Port Monet geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot zu Schiffsfrikassee verarbeitete. Als ich hier auf dieser Insel wieder zu mir kam, war da noch dieser andere Kerl. Aber sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er, nun ja, etwas verdächtig aussieht. Er soll wohl in der Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Der Arme geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Muss ihn vielleicht aus seiner misslichen Lage helfen? Aber natürlich. Was bist du für einer? Port Monet versammeln sich Händler und solche, die es werden wollen, aus aller Welt. Es ist ein regelrechter Umschlagplatz für allerlei Waren, vor allem für Geld. Nun, sicherlich mag Geld sehr wichtig sein, aber ich finde, dass es den Menschen heutzutage, wie soll ich sagen, vielleicht etwas zu sehr an Frohsinn fehlt. Das Leben ist schließlich lang und manchmal sind es eher die Kleinigkeiten und Umwege, die am meisten Freude bereiten. Umwege, ich weiß ja nicht. Hallo Junge, hast du den Briefkasten am Hafen gesehen? Wenn du mal jemanden einen Brief schicken willst, dann leg ihn doch auf X, Y, R und wirf ihn in den Briefkasten ein. Dauert dann gar nicht lange und er wird von einem Postboten des Volkes der Orni abgeholt. Nehmen ihn ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Ja, das hört sich doch super an. So, was ist das hier für eine Hütte? Ich habe da, glaube ich, oben gerade dieses Kamerasymbol gesehen. Und das ist tatsächlich so. Dich sehe ich aber hier zum ersten Mal. Fremden soll man nicht trauen und das gilt natürlich auch für Kinder. Aber sag mir doch einfach, woher du kommst, dann bist du ja kein Fremder mehr. Vor langer Zeit habe ich mal einem fremden Reisenden mein Haus angeboten. Doch dieser vergalt es mir, indem er mir meine wertvolle Fotobox stahl. Der Kerl wurde zwar geschnappt und ist in den Bau gewandert, aber meine Fotobox habe ich nie wieder gesehen. Muss sie irgendwo im Gefängnis versteckt haben. Auf jeden Fall traue ich seit damals keinem Fremden über den Weg. Woher weiß ich, dass du nicht an ähnlich unlautere Absichten hegst? Jetzt geh, husch, husch. Ah, du weißt mich einfach raus. Was soll denn das? Aber gut, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir gehört haben, dass jemand eingebuchtet wurde. Ob der Orni-Postbote wohl schon da war? Keine Ahnung. Hey du, sag mal, du suchst nicht zufällig eine Fotobox? Hey, in dieser Stadt geht nichts vor, dass wir die ganz kleinen Sträuche nicht wissen. Boss, mir hat mal mein Vater darüber erzählt. Vor langer Zeit gab es mal einen Dieb, der hat eine Fotobox geklaut und wurde dafür ewig lang im Knast eingebuchtet. Irgendwann kam er dann wieder raus, aber die gestohlene Box wurde nie gefunden. Haha, Mann, das wäre was. Wenn die immer noch irgendwo im Knast versteckt ist. Nicht doch, das kann doch gar nicht sein. Okay. Na, was sagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Hat mir eine Freundin aus Preludien geschickt.
Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen und kann ganz fantastische Wasserkrüge auf ihrem Kopf balancieren. Oh, die kennen wir. So, und was ist das hier? Das ist die Schule, ne? Mit dieser Frau, über die gelästert wird. Hallo. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Ach, ganz bestimmt nicht. Tschüss. Bin alles, aber ganz bestimmt kein Schüler. Gar keinen Bock darauf. So. Dann schauen wir mal hier rein und probieren uns mal am Minispiel aus. Vielleicht kriegen wir irgendwas hin. Hallöchen. Für Kinder macht das 10 Rubine, ne? Leistest du dir den Spaß? Ja. Ach so, na also dann. Sei mir gegrüßt in meiner Flotte. Ich bin Admiral Aquaba. Wir sind im Alarmzustand. Es wurden angreifende Seeungeheuer gesichtet. Alles sofort in Position in Gefechtsbereitschaft. Was? Na, wenn das so ist, alles klar. Es nähern sich 3 verschiedene Monster. Ein großes, ein mittleres und ein kleines. Wenn wir nicht schnell zum Gegenangriff blasen, sind unsere Kinder in Gefahr. Du musst unter Zuhilfenahme des neuen Radars die versteckten Seeungeheuer aufspüren und besiegen. Allerdings stehen dir nur 24 Schuss zur Verfügung. Um die Mods zu besiegen, brauchst du 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine. Mit Hilfe des linken Sticks bewegst du deinen Zielfadenkreuz und durch Drücken von A feuerst du. Ziel gut. Mögen wir siegreich sein. Ist alles verstanden? Yo! Ausgezeichneter Bisherige-Rekord liegt bei 20, um alle generischen Monster zu besiegen. Ein wahrer Teufelskerl von einem Kapitän hat ihn aufgestellt, also toi toi toi. Auf dass eine glorreiche Schlacht wird. Ja, ich mache meistens immer hier, dann hier, 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 hier. Ja, und da haben wir schon alle 3. Ist nur die Frage, wo. Natürlich. Also es ist auch eine Verarsche, ey. Aber wir haben genau 20 gebraucht. Willst du mich verarschen? Es war fantastisch. Dank dir konnte der Frieden unserer Insel gewahrt werden. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch überschwänglich bei dir bedanken. Hurra, Yippie, danke, vielen Dank. Unsere Herzen quellen wirklich über vor Freude, dass wir gleich ein ganzes Viertel davon entbehren können. Bitte nimm dieses Herz an als unseren Dank an. Boah, krass, du, und kriegt 20 eins? Ich dachte, man kriegt bei 19 ein Herzteil. Also sagen die Firma dankt. Vergiss nicht deinen Regenschirm, wenn du gehst. Super. Ja, cool. Ja, vor allem der hat hier halt lauter so Rahmenschüsseln, weil er nur hier ist. Ja, aber krass. Ich nicht erwartet, dass wir beim ersten Versuch das Herzteil bekommen. Das war ja wirklich sehr leicht. Naja. Hopp. So, jetzt gehen wir hier hoch. Da ist er schon wieder. So, was ist das? Der Disco Man. Ja. So war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Oh. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Tera Volta. Tanz ist mir wichtiger als 3 Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, vor langer Zeit, da habe ich mal jemanden getroffen. Er konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag, mein Lieber, hast du vielleicht den Rhythmus im Blut? Leider nicht aktuell. So. Aber ja, hier ist der Knast und da gehen wir mal rein. Denn da haben wir 2 Aufgaben. Hi. Uiuiuiui, ein grünes Gewand. Oh, wie, oh, bist du etwa eine Fee? Wow!
Du hast bestimmt meine telepathischen Botschaft empfangen. Und bist zu meiner Rettung geeilt, oder? Oder? Du brauchst dich zu sagen, Tingel weiß auch so Bescheid. Tingel weiß Bescheid. Mein Name ist Tingel, mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden. Und ich war die ganze Zeit über auf der Suche nach euch. Aber irgendwelche Leute habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Ja, Fee, du musst mich schnell befreien und zu meinem Volk bringen. Ja, ich würde dich befreien, aber ich würde dich nirgendwo hinbringen. Och, Mann. Och, also manchmal denke ich mir auch, willst du mich verarschen? So, bitteschön, Freiheit. Ich danke dir. Ja, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingel, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Ja, die Tingelflasche, die ich nicht benutzen kann. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen in gleichen Takt schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Das dann, ich vertingel mich erstmal auf mein wundervolles kleines Eiland. Du weißt ja, wo du mich findest. Ups, ich habe doch glatt was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Oder? Ingels Karte. Yeah. Wirf doch mal auf dem Kartenbildschirm einen Blick darauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht, okay? Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Ja, ja. Warum? Ja, danke schön. Nein, will ich nicht. So. Aber zuerst holen wir uns das da unten. Denn Geld ist wichtig. So. Und dann schieben wir die Scheiße mal weg. Oh. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir richtig lang uns bewegen, sonst ist es doof. Aber eigentlich sieht man das, bevor es ein Unglück gibt. Aber halt auch nicht immer. Da hier zum Beispiel, rechts, nicht rechts gehen. Oder rechts krabbeln eher. So, da geradeaus ist noch so ein Teil. Problem ist, ich weiß nicht, wie weit ich in die Richtung kann. Ich glaube, das geht. Ah, nee, okay, nee, wir müssen rückwärts. Das ist irgendwie nicht so gut. Okay, doch, das geht. Links. Warte mal. Oh, oh Gott, was mache ich bloß? Okay. Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich mache alles rückwärts. Nein, ich wollte nicht da lang. Ich wollte da lang. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind einmal im Kreis. Oh mein Gott, das habe ich tatsächlich auch noch nie geschafft, einmal komplett im Kreis zu gehen. Das ist ja komplett bescheuert. Also das habe ich halt echt noch nicht geschafft. So, weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Rechts. Geradeaus. 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 Ach du Kacke, ey. Nach rechts. Und jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Yeah, was ist da wohl drin? Wir werden es wahrscheinlich niemals erraten, ne? Oh, die Fotobox. Ja, Wahnsinn.
12 Bilder können wir damit einsammeln. So, was steht da so? Dein Portemonnaie ist es mir endlich geglückt, eine Fotobox zu klauen. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang haben. Normalerweise war ich unvorsichtig und wurde gleich darauf geschnappt, was meine sofortige Inhaftierung zur Folge hatte. Und schmorig in der Zelle, doch selbst jetzt ist meine größte Sorge, dass mir meine geliebte Fotobox wieder weggenommen werden könnte. Habe ich einen Tunnel gegraben und sie ganz tief im Inneren versteckt, damit sie von niemandem gefunden werden kann. Okay. Natürlich habe ich vor, mir meine geliebte Fotobox wiederzuholen, sobald ich es erstmal aus diesem miefigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanweisung auf, bevor ich sie noch vergesse. Okay, gut, das brauchen wir nicht. Ah, ich muss schnell hier ausbrechen. Eine ganze Welt wartet darauf, von mir auf Pflichtbild gebrannt zu werden. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Dann nehmen wir mit. Und jetzt können wir eigentlich hier wieder rausgehen und uns einfach von irgendeinem von einer Ratte rausschmeißen lassen. Dann müssen wir nicht 100 Jahre lang krabbeln. Oh ja, hihi, wupp. Und tschüss. Das ist aber ganz schön frech, ey, boah. So, guten Tag. So, aber das ist natürlich trotzdem sehr schnell. Hätten wir dann doch ein bisschen länger gebraucht. Jetzt gibt es, glaube ich, noch zwei Spots, wo wir mal schnell hingehen können. Oder sagt er mittlerweile irgendwas? Okay, nee, immer noch nicht. Aber bei dem können wir jetzt etwas bekommen. Was? Du hast dem armen Kerl geholfen? Du musst ein Held oder sowas in der Art sein. Als wahrer Held wirst du mir meine nächste Bitte sicher nicht ausschlagen. Ich will hier meinen eigenen Laden eröffnen und brauche etwas Startkapital. Du würdest mir sehr helfen, wenn du mir das einzige abkaufst, das mir an Besitz geblieben ist. Das hier. An sowas haben die Leute hier überhaupt kein Interesse. Auf dieser Insel hat gar keine Lust drauf, auf hohe See zu reisen. Bitte, bitte, kannst du mir noch diesen einen Gefallen tun? Oh, großer Held, der Spaß kostet dich bloß läppische 200 Rubine. Würde ich normalerweise sagen. Aber du hast ja den armen Kerl so heldenhaft geholfen. Wie klingt 80 für dich? 80 ist gut. Da danke ich dir aber recht herzlich. Ja, ja, 80 Rubine, das ist die Rechnung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte doch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll jetzt dir gehören. Ja, nice, wir haben das Segel. Hast du aber wirklich einen guten Kauf getätigt, glaub mir, mein Freund. Immerhin bedanke ich diesem Bootsegel mein Leben, da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so wertvolle Dienste erweisen. Mhm. Dann gehen wir mal hier nochmal rein. Mal schauen, ob er jetzt irgendwas sagt, weil wir jetzt auf einmal die Fotobox haben. So, moin, Messi. Nanu? Aber das ist ja eine ganz formidable Box. Ist das ja, die du da hast. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Und wenn du da bist, kannst du meine Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Cool. Wer war? Deine Fotobox ist wirklich ganz fabulöse, von ganz fabulöser Qualität und gar meisterlich verarbeitet. Hm. Hätte ich genauso eine. Wenn du möchtest, kannst du meiner wunderbaren Lichtbildgalerie gerne einen Besuch abstatten. Okay. Aber das bringt uns nichts, aber es ist schon mal gut, dass er jetzt nicht mehr so negativ uns gegenübergestellt ist. So, und dann können wir. Achso, hier, die hatten ja auch irgendwas gesagt. Diese Stadt hier ist unser Spiel, ist unsere Spielwiese. Wir sind die ganz kleinen Sträuche. Yippie! Ja gut, die machen aktuell nichts. Genau, da oben müssen wir nämlich rein. Da kommen wir aber noch nicht rein in die Tür. Ich glaube, bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, in der Version vom Spiel kriegt man dann, glaube ich, die Box, die Kamera mit Farbbild. Aber selbst wenn, ist das ja egal. Oh, du strahlst ja bis über beide Ohren. Hast du etwa das Segel gefunden? Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootssteuerung herbeibringen. Okay, gut, das braucht er uns nicht erklären, das weiß ich ja.
Ja, okay. Und kannst du mir folgen? Aber absolut. Das Einzige, was dir auf weitere See als Navigationshilfe dient, ist eine Seekarte. Ich habe dein Ziel auf der Seekarte eingezeichnet. Okay, cool. So. Also da wir Westwind haben, kommen wir auf jeden Fall voran. So, jetzt manövrieren wir erstmal hier raus. Und wir müssen komplett auf die andere Seite. Oder wir machen einfach den hier. Zack. Jump. Und jetzt geht's nach Draconia. Direkt da vorne hin zu dem der Insel da. Yeah. Das Spiel ist echt verdammt hell. Das habe ich echt nicht so hell in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass es mir die Augen rausbrennt. Bisschen übertrieben dargestellt, aber... Ja, was soll's, ne? Oh, da wollen wir rein. Blub. Dann fahren wir da mal schön drüber. Gibt's dann einen schönen Bonus, wenn wir ganz viele davon erwischen. Wenn das Segel uns ein klein bisschen behindert. So. Blub. So, ist noch schön mit Manövrierung hier. Okay, jetzt waren wir wohl zu langsam. Ja, man braucht halt das schnelle Segel. Ja, doof. Ah, ist trotzdem cool, dass man trotzdem hin und wieder welche bekommt. Jump. Jump. Hier auch noch. Da drüben. Ich finde es auch so cool, dass bei Windbreaker sich die Meeresform ändert. So wie jetzt gerade. Seht ihr das? Das ist richtig cool gemacht, finde ich. So, und da ist ja schon Draconia. Und da sieht man jetzt auch schon den Drachen, wie er da reingeploppt ist. Oder ganz oben sitzt. Land in Sicht. Was ist dein Zielort? Die Insel Draconia. Mit einer der besten Soundtracks im Spiel. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valo. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dins Daemon in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel. Das Volk der Orni. Ach ja, einen Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällig und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seine Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendetwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal probehalber? Okay, try. Versuch dich zuerst am Dreiertakt. Okay. So, warte mal, wo war's so? Bam, bam, bam. Nicht schlecht, das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probier den Vierertakt. Okay, drüben war der Vierer. Also links. Was ist das, Link? Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Jetzt kannst du auch noch den sechsten Takt spielen, also merk dir das schon mal für später. Yeah, du hast den Taktstock des Windes erhalten. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter an seiner Seite haben. Okay, cool. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge und wir sehen, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi!